Wunderschönen guten Tag hier aus Berlin. Und eine nicht geplante Folge ist entstanden mit Unterdück. Hallo, ich war in Berlin und habe erfahren, Sie sind in Berlin. Da dachte ja, ich muss morgen halt eine Rede halten. Hier gleich in der Nähe. Ich mache morgen ein Interview mit der Bärbel Höhn. Mhm. Die kennen Sie auch. Die kenne ich auch. Auch Mathematikerin. Die ist auch Mathematikerin. Wir haben mal alle angeschrieben, die mussten sagen, was Mathematik in ihrem Beruf hilft. Also dann können Sie ja rauskriegen, ob Mathematik beim Ministern hilft. Warum wir uns schnell getroffen haben, war, ich wollte mit Ihnen reden über Potenz, Demenz und vor allem die Konferenz mit der Differenz. Was ist los mit Manfred Spitzer und Ihnen, Herr Dück? Haben sich die Professoren gekappelt? Nö, eigentlich nicht. Ja, da ist ein ganz kurzer Ausschnipsel im Internet. Wir haben uns einfach backstage getroffen. Er kannte mich gar nicht, also da wollten wir auch gar nicht übereinander herfallen, war gar nicht so die Rede. Wir haben normal so ein bisschen diskutiert. Er war ein bisschen unter Stress, musste gleich weg. Und hat einfach ein paar Antworten gegeben, die leider im Fernsehen auch schon waren. Ich dachte, man könnte es ein bisschen besser diskutieren. Das hat sich nicht angeboten. Aber ich bin in der Thematik ein bisschen drin, weil ich eine andere Meinung auch habe. Also um einfach mal kurz festzuhalten, Sie reden von den Möglichkeiten, die das Internet bietet und er redet von den Gefahren, die das Internet bietet. Kann man ja, das so zusammenfassen? Ja, die beste Stellungnahme ist vielleicht irgendwas, was immer es ist, macht die Schlauen schlauer und die Dummen dümmer. Das haben viele geschrieben, so auf irgendwelche Google Plus Ausfälle von mir. Das stimmt wahrscheinlich. Man muss das Problem ein bisschen trennen. Also das Internet ist einfach jetzt erstmal ein Werkzeug irgendwo oder ein neues Medium. Und man kann es nehmen, um viel zu lernen daraus und vollkommener zu werden. Man kann aber auch süchtig werden, das bestreitet auch keiner. Aber es gibt halt diese beiden Seiten. Und die Spitzer-Debatte hat einmal so richtig draufgehauen auf alles und sagt praktisch, wir haben einfach das Demenzproblem, also das Süchtigkeitsproblem, und hat quasi dieses ganze Problem zu einem Problem der Hirnforscher erklärt. Also die haben jetzt Sorgen um uns, dass wir digital dement werden und zu viel vom Internet hängen. Und da sind jetzt eben die Gefahren da, weil die Mediziner, Psychiater, Neurologen und so weiter natürlich irgendwo die Kranken haben, die 300 oder 400.000 diskutierten Süchtigen. Und die sind wirklich da, das streitet auch gar keiner ab. Aber auf der anderen Seite, das, was man mit dem Internet machen kann, das ist nicht unbedingt eine Sache der Hirnforscher, sondern vielleicht der neuen Pädagogiken, Didaktiker, Lehrer, Universitäten, Bildungsforscher und so weiter. Das ist eine andere Geschichte. Und ich glaube, da wird jetzt sehr viel aufgerührt, dadurch, dass Herr Spitzer mit so einem Donnerschlag das als Hirnforschungsproblem macht, was ein bisschen vielleicht nicht mal arrogant ist, aber arrogant rüberkommt, sozusagen, wir Hirnforscher können das jetzt vernünftig beurteilen und diese ganzen Bildungswissenschaftler, die sich jetzt sozusagen um den Nutzen und den Segen der Sache kümmern, die werden als jetzt Unkundige rausgehauen, weil die eben angeblich jetzt keine Hirnforscher sind. Ja? Und das macht ein bisschen böse, auch weil es eigentlich gar keine Hirnforscher gibt. Also es gibt, also wenn man Wissenschaftler ist, dann ist man Arzt oder Psychiater oder Psychologe oder Psychotherapeut oder irgend sowas. Aber also schon allein diese Diktion, man ist Hirnforscher und weiß jetzt alles und hat sozusagen Hoheit über die Debatte, das macht irgendwie die Schwierigkeiten. Also ich bin manchmal auch, ich will da gar kein Öl reingießen, aber auf den Konferenzen werden jetzt irgendwelche Leute, die sagen, sie sind Hirnforscher, Zukunftsforscher oder Trendforscher, die werden fast angebetet, also dass sie jetzt sagen können, wo das Heil der Menschheit ist. Und im Grunde vergessen wir vor lauter Zukunftsszenarien jetzt anständig normal drüber zu arbeiten. Ich meine so in der Gegenwart. Ja, ich meine, ich würde gerne die Debatte auseinanderziehen. Also einmal ist diese kranke Seite, da muss man sagen, was man mit den Leuten machen muss. Natürlich muss man gucken, dass die nicht dauernd vom Internet hängen. Und die andere Seite ist eben, dass man die Möglichkeiten des Internets ausläutet, wie wir weiterkommen können und wie wir vielleicht sogar eine höhere Kulturstufe bekommen, wie eben auch der Buchdruck zu einer höheren Kulturstufe geführt hat. Das ist aber eine andere Sache und das hat wenig mit Hirnforschung zu tun. Offenbart nicht das, was Spitzer sagt, dass wir
tatsächlich ein Problem haben, nur an einer anderen Stelle. Genauer formulieren. Nein, ich meine, es macht alles süchtig. Also ich habe mal getwittert jetzt so frech. Sex macht süchtig, verbietet die Liebe. Ja, und dann, das kann ich fast für alles machen. Also irgendwas macht süchtig und dann kann man kann jetzt das nicht verbieten, das Ganze, bloß weil damit Unsinn gemacht wird. Ja? Und, Geld macht auch süchtig, verbietet. Alles macht irgendwo süchtig und hat eine positive und negative Seite und wir müssen irgendwie das schaffen, zur Positiven zu kommen. Wie gesagt, beide Dinge müssen in der Debatte ihren Platz haben und da können nicht irgendwelche Parteien sagen, sie hätten die Hoheit. Ich hab gerade ein neues Buch geschrieben, die Innovation und ihre Feinde. Ich habe gerade so eine SMS gekriegt, ich muss das ganze Wochenende Korrektur lesen. Da habe ich das vernünftig erklärt. Also es ist total schade, dass das mit der digitalen Demenz nicht vorher war. Da war mein Buch schon fertig. Jetzt musste es im Juli abgeben. Ich glaube, es gibt sowas wie... Ich habe das gefunden von Schopenhauer, ich kriege es aber nicht mehr auswendig hin. Also Schopenhauer hat gesagt, das Neue kommt in drei Stufen auf die Welt. Zuerst wird es belacht, dann wird es bekämpft und dann ist es ganz normal. Und das bedeutet, dass erst so, wenn man das Handy hat, Digitalkamera oder irgendwas Neues, dann wird man so ausgelacht, dass man so eine neue Technologie hat. Also die sagen alle, du spinnst. Und dann kommt irgendwo ein Punkt, wo man sagt, dieses Neue, also eine Digitalkamera oder ein Handy, soll allgemein eingeführt werden. Also dann sagen die 30%, die es schon haben, jetzt sollten alle Internet haben oder jetzt sollten alle Handy haben oder Digitalfotografie oder was immer. Und in dem Augenblick jault sozusagen die andere Bevölkerung auf, die das eigentlich nicht will. Also die wollen sagen, lass mich damit in Ruhe. Ihr Spinner könnt das ruhig benutzen, aber ich nicht. Und dann gibt es irgend so einen zweiten Punkt der Innovation. Also wenn genügend normale Leute das benutzen, dann sagen sie, macht es mal alle. Und in diesem Augenblick, glaube ich, heult sozusagen die ganze Restgesellschaft auf. Ja, also... Sie müssen jetzt alle einen Computer haben oder alle ein iPad oder sowas. Und wenn man in diesem Augenblick ein Buch dazu schreibt, also in diesem kritischen Augenblick, über den Euro, dass der schlecht ist oder sowas, und dann erzielt man so eine brachial gute Wirkung, wie das Spitzer jetzt hingekriegt hat. Also praktisch, dann ist irgendwas gut, was eine Keule da drauf schwingt und irgendein Stammtischargument gibt für die zweite Hälfte der Menschheit, die das nun nicht wollen und die haben jetzt einen Grund. Ja, also praktisch, und dann wird nicht mehr diskutiert. Das ist ein Bestseller, ne? Ja gut, es wird nicht... Ja, der Erfolg. Es ist völlig egal, was in dem Buch drinsteht, eigentlich. Also ich will gar nichts gegen das Buch sagen. Es ist aber völlig egal, was da drinsteht. Es ist nur einmal voll draufgehauen in einem Punkt, wo die Mehrheit der Menschen jetzt da mitmachen soll, ein bisschen Berührungsängste hat. Und dann können sie sagen, guck mal, der Spitzer sagt ja, das ist ganz böse und jetzt wollen wir auch nicht. Und dann das ist diese Phase, wo Schopenhauer sagt, erst wird es belacht, dann wird es bekämpft. Und jetzt fängt der Kampf an. Und heißt das Kampf, dass man sagt, der Mann ist ja nicht irgendwer, der ist auch noch Professor. Der ist auch noch Professor und der ist auch noch Hirnforscher und der muss das wissen. Und wenn man jetzt Gegenargumente macht, also das macht, glaube ich, so Leute wie Internetanhänger wie mich richtig böse. Wenn, ich werde jetzt gezwungen, mich mit diesen Argumenten auseinanderzusetzen. Ich habe, verstehen Sie, die Debatte gar nicht eröffnet. Wir arbeiten ganz ruhig an den positiven Auswirkungen des Internet. Und dann kommt jemand und sagt, ja, er ist voll dagegen. Und dann kommt so eine Hälfte der Bevölkerung und sagt, guck mal. Und dann sage ich, aus den und den Gründen kann ich was dagegen sagen. Dann sagt mir ein normaler Mensch auf der Straße, der Herr Spitzer ist Hirnforscher, der wird schon seine Richtigkeit haben. Dann sage ich, aus den und den Gründen kann man was dagegen sagen. Dann sagen sie, komm. Es wird schon seine Richtigkeit haben. Und im Grunde findet jetzt kaum noch eine Diskussion statt, sondern eine gewisse Anpöbelei zwischen den beiden Positionen. Also die einen sagen so, Internet ist gut und die anderen sagen, Internet ist böse. Und jetzt steht das so gegenüber und das... Ja gut, ich meine, jetzt man fühlt, wenn man im Internet arbeitet und Bildungspolitik macht, dass man für eine Weile jetzt irgendwie sich dauernd dafür mit dem Buch auseinandersetzen muss, was man eigentlich nicht wollte. Und natürlich verliert dieser Standpunkt irgendwo, weil jetzt ja die dritte Phase kommt, wo das alles normal ist. Aber wir sind aber, ja jetzt mitten im Kampf, haben Sie gesagt. Ja, und also, es gibt, wie ist die digitale Tendenz und die analoge Tendenz jetzt dieses Kampfes?
Ich weiß nicht. Ich meine, natürlich, bei, wie gesagt, bei vielen Leuten, die das nicht wollen, die nehmen einfach das spitzeste Argument. Der Titel ist wahnsinnig gut, also wirklich gut gewählt, analoge digitale Demenz. Und ja, da muss man sich jetzt mit auseinandersetzen. Ja, das hat so eine Bombenwirkung rein, so wie vielleicht von Sarrazin, das wurde oft im Internet gesagt, dass da einer so kommt und sagt, wir schaffen uns ab. Ja? Und dann sagen viele Leute, da wird schon was Wahres dran sein. Natürlich hat er das überspitzt formuliert und so, das ist alles unbenommen. Und das war ja eher analoge Flatulenz von. Ja, und dann ist ein bisschen so, wenn es gucken jetzt relativ viele Leute in die Studien rein, die diskutiert worden. Ich habe so einen Spruch gemacht, also verbietet die Liebe. Ja, so. Und da ist bei Google Plus hat sich jemand Oliver Tucker. Heißt er Oliver? Oh, Tucker. Aus Braunschweig hat sich jetzt die Mühe gemacht, Studien zusammenzusammeln, also die wirklich mal zu lesen, die Studien. Und da sind dann so, ich habe jetzt nicht selber genau reingeguckt, aber so die Studien zitiert, die jetzt in dem Buch vorkommen. Und da sind halt Studien drin, zum Teil von 2004. Und in den Studien steht dann drin, dass man lauter Jungs untersucht hat oder Jugendliche, die jetzt mit dem Computer zu Hause rumdaddeln, aber von denen hat fast keiner Internet. Also da stand in der Studie 20% am Internet, weil das ja jetzt erst in den letzten Jahren gekommen ist. Und diese älteren Studien haben dann mehr Leute genommen, die sowas wie einen Spielecomputer zu Hause haben. Die werden natürlich eher süchtig. Und solche Feinheiten kann man gar nicht mehr diskutieren. Also als Wissenschaftler würde man sagen, pass mal auf, jetzt gucken wir da mal ganz genau rein und sezieren das auseinander, sehen, ob das so und so ist. Und in einer Studie stand auch drin, dass die natürlich jetzt leidet darunter, dass so wenig Leute Internet hatten. Und sie haben dann nur noch die paar, die schon Internet hatten 2004, mal untersucht, die Jungs. Und die sind in der Schule irgendwie schlauer, weil sie inzwischen auch E-Mail schreiben und mehr googeln und mehr wissen. Das steht auch in der Studie drin. Und dann wird diese Bedenken, die Studienleute selber haben, ein bisschen unterschlagen. Und dann fühlt man sich so einfach draufgehauen. Das macht, glaube ich, diese Bitterkeit in der Debatte. Sie haben ja den Kampf nicht eröffnet, haben Sie gesagt. Aber wenn man Ihren Daily Dück liest auf Ihrer Seite, beenden Sie Ihre Kolumne mit: Herr Spitzer, es gibt auch Mittel gegen digitale Impotenz. Das ist ja eine emotionale Reaktion. Ja. Wie kommt's? Ich meine, wenn man jetzt an dem Positiven von das arbeitet, also Sie arbeiten an der europäischen Gemeinschaft oder an einem Euro oder sowas und dann kommt plötzlich einer und sagt so richtig so mit dem Hammer drauf, das ist schlecht und dann kommen alle Leute wieder und fangen eine neue Diskussion an, dann ist es halt schon ärgerlich irgendwo. Ja, so. Weil es sozusagen die positiven Bemühungen wieder diskreditiert und dann muss man die Scherben wieder ein Jahr einsammeln und dann geht es natürlich wieder seinen Weg, aber es ist irgendwo ärgerlich, dass das so hochkocht. Ja, und ich meine, jetzt werden immer so, es hilft nichts, wenn man sagt, es gibt ja auch Alkoholsüchtige und das Süchtige und das Süchtige und das Süchtige. Die Leute sind für alles süchtig und vielleicht ist Internetsucht noch die harmlose, weil sie sonst irgendwie saufen würden, ja, oder? Ja, das ist ein Punkt. Und was mich ganz emotional macht, ist, ich bin ja Matheprofessor, das muss ich jetzt mal raus. Nein, mein Sohn studiert auch gerade, der ist Assistent an der Uni Heidelberg für Statistik, der hat mir heute auch eine Mail geschrieben mit so ganz schrecklichen Schlüssen, also praktisch. Sie sind so ein Zahlenforscher. Ja, nein, das hat gar nichts mit Zahlen zu tun, sondern die Studien sind meistens irgendwie seltsam angelegt und machen irgendwelche Schlüsse, also praktisch mathematisch kann man heute immer einen Zusammenhang zwischen irgendwas beweisen, also es gibt einen Zusammenhang. Sagen wir mal zwischen Arbeitslosigkeit und vermehrten Hängen vom Internet oder sowas, das gibt es ja, oder?